Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu Heimat, die Kunst, gut zu leben. Und natürlich bedeutet gut leben, sich auch erinnern. Und im Mittelrheintal, das ist ja immerhin Weltkulturerbe, kann man sich besonders gut erinnern. Natürlich auch, weil es so viele Burgen gibt. Und deswegen wollen wir heute eine ganz besondere besuchen, nämlich Burg Soneck. Auch der rote Milan aus dem Sohnwald liebt diesen Blick. Raubritter. Rosenstolz, Rheinromantik. Das ist die Burg Soneck. Was wir hier heute erleben, verdanken wir dem Romantiker auf dem Thron, König Friedrich Wilhelm IV. Mit seinen drei Brüdern wollte er sich hier im Jahre 1842 den Traum von einem Jagdschloss verwirklichen. Er war ein Liebhaber des Tales. Auf den Ruinen der alten Burg ließ er die Soneck erbauen. Genießen freilich konnte er all das nicht mehr. Unter anderem die Revolution von 1848 kam dazwischen. Gejagt wird hier heute noch. Allerdings friedvoll und zeitgemäß. Und immer wieder der Blick ins Tal. Im Norden erspähen wir den Weinort Bacherach und die Burg Stahleck. Von dort kommt auch so mancher Wanderer, denn nicht nur der Rheinburgenweg führt direkt zur Soneck. Das Eintreten gereicht zum Höhepunkt einer jeden Tour. Schon im Jahre 1010 wurde die ursprüngliche Burg erbaut. Sie sollte Zolleinnahmen sichern. Circa 250 Jahre läuft die Sache, doch dann die Herren von Hohenfels ziehen als Vögte auf der Soneck ein. Und damit kriminelle Machenschaften. Überfälle, Geiselnahmen, Raubzüge. Mehrfach wurde die Burg Soneck zerstört und immer wieder aufgebaut. Heute ist es ein überaus friedlicher Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Denn auch im Inneren der Burg gibt es viel zu entdecken. Gemälde, Skulpturen und Möbel vom Feinsten. Hier könnte eben noch der König gewesen sein. Die Dinge machen vieles begreifbar. Und wie im Märchen der Rosengarten auf der heimeligen Soneck. Sieh, wie sie leuchtet, wie sie üppig steht, die Rose. Welch satter Duft zu dir hinüberweht. Nach allen Eindrücken dürfen wir in der Burgschenke die Seele baumeln lassen. Die Burg Soneck ist eine Einladung, ist eine Reise, ist eine Entdeckung, die so viel Lust auf mehr macht. Ja, Geschichte lebendig machen, das kann man natürlich auch auf der Festung Ehrenbreitstein. Aber nicht nur in der Archäologie, sondern auch hoch auf den Dächern in den historischen Gärten. Das ist Jörg Hahn. Er nimmt dich mit auf Zeitreise. Und das bedeutet für dich, ich kam, sah und kapierte. Denn wir machen Geschichte lebendig. Hier möchte ich euch einen Garten aus der Steinzeit erklären. Die Gärten insgesamt fangen vor etwa 7000 Jahren bei uns hier im Rheinland an und
Gärten ist dann noch sehr übertrieben. Es sind anfänglich erstmal Felder. Das heißt, vor rund 7000 Jahren kommt eine Idee aus dem Orient. Das sind heute die Städte Irak und Syrien, die Staaten. Und dort hat man bereits vor weit mehr als 7000 Jahren die Idee entwickelt, ich sammle nicht einfach mehr nur das, meine Nahrung zusammen, sondern ich baue mir die Nahrung an. Also ich werde vom Nomaden, vom Nicht-Sesshaften, der nur umherwandert, werde ich jetzt sesshaft und werde Ackerbauer und Viehzüchter. Dann brauche ich erstmal mein Land. Das war hier im Rheinland ein bisschen komplizierter, denn wir haben im Rheinland zu dieser Zeit, das ist relativ schnell nach der Eiszeit, da wuchsen hier Eichen- und Buchenwälder. Wenn ich aber eine Fläche für ein Feld, und man hat so hochgerechnet, für 12 Personen brauche ich etwa die Fläche von 2 Fußballfeldern, um über den Winter zu kommen mit meiner Nahrung, dann musste ich mir diese Felder, Fußballfeld groß, erstmal roden. Heißt, Bäume fällen, dann die Wurzeln aus dem Erdreich holen. Das hat man mit solchen Beilen gemacht. Das hier ist eine Kopie. Das hier ist ein echtes Beil, also eine Beilklinge von rund 5.000 bis 6.000 Jahren Alter. Und sie ist aus Feuerstein. Kennt ihr, heißt auch Flintstein. Wenn wir also unsere Fläche jetzt erstmal haben, dann brauchen wir noch unser Saatgut. Saatgut selbst herstellen heißt, man musste aus Süßgräsern unsere heutigen Getreide züchten. Ganz alte Getreidesorten sind zum Beispiel Emmer, Einkorn, später auch Dinkel. Und den Wildemmer, den kann ich euch jetzt hier zeigen. So, diese Ähren, wenn ich sie denn jetzt habe, endlich kann ich ernten. Dann hatte ich zunächst in der Steinzeit noch, um die wir uns ja hier bewegen, vor rund 6000 Jahren, hatte ich solche Geräte. Das hier ist also eine Sichel. Das ist eine etwas modernere Sichel. Das seht ihr anhand der Stellung der einzelnen Klingen, auch Feuerstein noch. Und dann konnte ich so ein Bündel Ähren greifen und es dann abschneiden. Das war natürlich alles extrem mühsam. In der Bronzezeit wird es einen Hauch einfacher, denn dann habe ich solche Sicheln, also Bronze, das erste Metall. Ich habe hier eine Schnittfläche und das Ganze ein bisschen zur Stabilisierung. Damit konnte ich also besser, weil das konnte man nachschärfen, damit konnte ich schneller ernten. Die Arbeit im Rücken und so weiter, das war natürlich identisch, war sehr anstrengend. So viel zum Thema Ernährung mit kohlenhydrathaltiger Nahrung. Dann haben wir natürlich eiweißreiche Nahrung. Das könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Das ist ein Feld von einer sehr alten Bohnensorte, nämlich der schwarzen Kugelbohne. Erbsen, Linsen, Bohnen, das waren sehr eiweißreiche Nahrungen, die man in der Jungsteinzeit schon hatte und Bohnen, Erbsen, Linsen, kennt ihr, hat man ebenfalls bis heute. Dann haben wir noch hier ein Feld mit Öllein. Das kann ich euch hier zum Beispiel zeigen. Das hier ist jetzt schon eine fertige Frucht quasi. Den Öllein oder die Leinsaat kennt ihr. Das sind diese schwarzen Körnchen, die man bei uns hier beim Bäcker auf den Brötchen hat. Ja, auch bis heute. Diese Ölsaat, sagt es schon, wenn man die auspresst, dann gibt das ein sehr wertvolles Öl, ein Leinöl, haben wir auch bis heute. Wichtig beim Öl ist noch, bei dieser Leinsaat ist noch, wenn ihr euch mal das Bild des blühenden Ölleinfeldes anguckt, dann könnt ihr ermessen, dass man manchmal hier auch schon sagte, in der Jungsteinzeit, wo es noch gar nicht um Blumen im Garten ging. Ach, so ein blaues Feld hier, das ist aber schön. Musik.
Für heute war es das mit Heimat, aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Das ist versprochen und bis dahin bleiben Sie gesund und alles Gute. Tschüss. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.